Dein Newcomer Guides. Wir sind wieder auf ag-spiel.de eingeloggt und ich habe schon die ersten Informationen zu der letzten Sendung bekommen und möchte kurz zwei Sachen korrigieren, die ich euch leider falscherweise gesagt habe. Und zwar das erste wäre, ich hatte euch gestern gesagt, dass dieses L bei den Live-Getradeten, also bei den AGs, wo der Handel sofort erfolgt, Gold oder Silber sein kann. Das ist nicht korrekt. Die sind immer golden. Und danach wurde noch gesagt, dass ich eventuell noch mal etwas mehr erklären soll zu diesem Thema Kurssturz bei neuen AGs. Und zwar hatte ich ja gestern gesagt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn eure AG am Anfang an Wert verliert. Wie zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall, weil ja dieser SW, FP und BW deutlich tiefer sind. Nur die Frage ist, wieso sinkt denn der Kurs? Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr bei euch auf die Aktionärstruktur klickt, seht ihr, dass zu Beginn immer die Systembank 100% aller Anteile hält. Das ist praktisch sozusagen eure Startaktionär. Und die verkauft jetzt praktisch immer fallend die ganzen Aktien, bis sie überhaupt keine Anteile mehr hat. Und diese Aktien fallen immer zu 5 Minuten vor also immer 9:55 Uhr, 10:55 Uhr und so weiter, um 2%. Und deswegen sinkt euer Kurs am Anfang, bis praktisch die ersten Investoren aufspringen und er sich dann irgendwo stabilisieren wird. Sobald der erste Anteil verkauft ist, wird auch der neuer Anteil, den dann die Systembank wieder zu 55 einstellt, mit 20% Aufschlag auf den letzten Verkaufspreis verkauft. Das heißt, am Anfang wird euer Kurs tendenziell eher nach unten gehen, aber das ist wie gesagt komplett normal, braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. So, wir wollen heute eigentlich bloß, wie gesagt, eine kurze Ergänzung zur Folge von gestern machen. Und zwar geht es darum, wir haben ja gestern eine Aktie gekauft im Zusammenhang mit dem Tutorial und werden uns heute mal ein kleines bisschen genauer zu dem Thema Aktien anschauen. Und zwar geht es darum, wie erkenne ich, wo Aktien massiv gepusht sind, in welcher Form auch immer. Um das Ganze zu verstehen, geht es als erstes nochmal auf die Übersichtsseite. Und zwar gibt es hier wunderschöne Werte. Wichtig ist der SW und der BW. SW heißt Substanzwert, BW ist der Buchwert eurer AG. Der FP war früher mal ein sehr wichtiger Wert. Ihr werdet den auch in den verschiedensten Guides überall als wichtigen Wert bezeichnet bekommen. Allerdings ist das nach der aktuellen Änderung nicht mehr der Fall. Das heißt, bitte macht nicht den Fehler und sagt, oh, die Aktie ist deutlich unter FP, die kaufe ich dann. Das ist leider kein Wert mehr, mit dem man heutzutage irgendwie sich befassen kann. Das heißt, man kann nur noch auf den SW und den BW ausweichen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet SW? Der SW ist der Wert, der wahrscheinlich erreicht wird, wenn der komplette Markt in Liquidation, das heißt in Auflösung geht. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings ziemlich gering, das heißt, dieser Wert ist eher sehr spekulativ und sehr niedrig gehalten. Das heißt, der eigentliche Wert einer Aktie muss vom BW ausgegangen werden. Das Problem an der Sache ist, dass der BW der Wert ist, den man am einfachsten manipulieren kann. Das bedeutet, wie kriegen wir raus, ob der BW einer AG wirklich eine Substanz dahinter hat oder ob das nur irgendeine Luftnummer ist. So, und dafür schauen wir uns jetzt einfach mal eine AG an, wo das etwas kritisch ist. Und zwar wäre das diese AG. Die hat hier einen Wert von 511,44 € im Buchwert. Das klingt ja erstmal ganz interessant. Wenn wir uns jetzt allerdings das Depot anschauen, sehen wir, dass eine Position mit 1,1 Milliarden und 42% Anteil, also dieser Kuchen ist praktisch der Gesamtanteil der Aktien im Depot, relativ dominant ist. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, ist diese AG mit dieser Bewertung irgendwie substanziell begründbar? Das heißt, wir schauen uns jetzt diese AG an. Das ist die Ego Invest. Wenn wir jetzt nicht groß suchen wollen, gehen wir einfach auf Depot, klicken hier auf Buchwert zweimal, dann sortieren wir das praktisch vom größten zum kleinsten Buchwert und haben dann hier oben schon die entsprechende AG gefunden.
Wir können hier auf den Namen klicken und sind jetzt direkt bei der AG gelandet. So, hier sehen wir jetzt, die AG hat aktuell einen Kurs von 737,02 € und hat einen Buchwert von nur 525 €. Das heißt, hier haben wir schon eine Differenz von knapp 200 €, was natürlich schon ein gewisses Risiko ist. Wenn wir uns jetzt allerdings angucken, was diese AG im Depot hat und wir sehen, dass das die gleiche AG ist, die wir jetzt gerade eben schon hatten, sehen wir, das ist ein Spekulationsobjekt, wo wir am besten als Newcomer die Finger davon lassen sollten. Nur wie finden wir jetzt AGs, wo wir sagen können, hey, da lohnt sich das Investieren. So, das bedeutet, wir gehen auf unsere Suche. Börse AG Suche. So, hier gibt es massenhaft Einstellungsmöglichkeiten und wir wollen uns aber jetzt gleich für den Anfang, um in Zukunft das nicht zigmal machen zu müssen, eine Vorlage erstellen. Das heißt, wir klicken auf Suchvorlage, geben dem Ganzen einen Namen und erstellen eine neue Vorlage. So, jetzt bekommen wir hier die Möglichkeit, verschiedene Kriterien festzulegen. Ein Punkt, den ich immer eigentlich sehr gerne nehme, ist zuerst, dass wir sagen, okay, wir möchten nur AGs haben, die vom Börsenwert her nicht viel größer sind wie wir. Das heißt, wir sagen Börsenwert, Quatsch, Buchwert, sorry, nicht Börsenwert, kleiner als 5 Millionen €. Warum machen wir das? Als kleine AG wächst man deutlich besser wie als große AG, prozentual gesehen. Und da wir eine relativ kleine AG sind als Anfänger, logischerweise, sollten wir uns an AGs im Depot halten, die ansatzweise das gleiche Wachstum haben wie wir. Das heißt, nicht zu groß. So, was ist dann noch wichtig? Wir hatten letztes Mal schon gesprochen, dass die Anleihen ein sehr wichtiger Teil sind, um am Anfang Geld zu generieren. Das heißt, wir sagen, wir möchten am Buchwert mindestens 50% Anleihen haben. So, jetzt sehen wir, haben immer noch weit über 100 mögliche Ergebnisse. So, das heißt, jetzt gucken wir weiter. Wir möchten natürlich auch Aktien kaufen von Leuten, die aktiv sind, einfach auch um einen dauerhaften Gewinn zu erwirtschaften und dadurch die Aktien dann teurer wieder verkaufen zu können. Das heißt, wir suchen uns den Punkt Handelsaktivitäten und sagen, der soll größer als 50% sein. Das heißt, wir fordern nicht, dass das Hyperaktive sind, weil die sind auch relativ teuer, sondern wir sagen, okay, wir möchten eine gewisse Aktivität haben, die aber auch zum wahrscheinlich positiven Ergebnis führen wird. So, jetzt sind wir schon auf 32 runter. Als nächstes möchten wir natürlich, dass wir keine AGs haben, die schon in Auflösung sind. Das werden wir uns später anschauen, wenn wir ein bisschen Reserven haben, aber aktuell sind unsere unsere Gelder so knapp, dass wir hier sagen sollten, wir möchten das nicht. Das heißt, wir sagen gleich 0. Weil hier steht ja, 1 heißt ja, das heißt, ist in Liquidation, wir möchten es aber nicht, also sagen wir 0. So, jetzt haben wir 32 Ergebnisse. Jetzt möchten wir natürlich, dass wir irgendwas kaufen können. Das heißt, es muss ein Briefwert da sein, wo wir sagen können, aufgrund dieser Basis können wir was kaufen. Das heißt, wir sagen, wir möchten ein Briefvolumen haben, was größer ist als 0. Das heißt, es werden irgendwelche Aktien von der AG angeboten. So, und jetzt möchten wir noch schauen, dass wir natürlich die, die am günstigsten sind, zuerst bekommen. Das heißt, wir sagen Brief zu Kurs. Entschuldigung, wir sagen hier oben beim Sortieren Brief zu Kurs und das Ganze aufsteigend sortieren. So, und jetzt können wir sagen, okay, also aufgrund unserer Kriterien wäre jetzt in diesem Fall die Fingerstyle Music die AG, die am besten geeignet wäre. Hier unten sehen wir auch immer, welche Volumen aktuell angeboten werden, also jetzt in dem Fall 181.000 €. Bei der Borweis R AG sind es nur 16.000 € und so weiter und so fort. Kann man ja, wenn ihr euch das nachgebaut habt, was wir jetzt gerade eingestellt haben, einfach durchgehen.
So, es wird häufig gesagt, dass die neuen AGs keine Positionen kaufen sollten, die insgesamt größer als 5.000 bis 10.000 Euro sind. Halte ich nicht für sinnvoll. Es sollte natürlich nicht das komplette freie Geld in eine Aktie fließen, aber 16.000 zum Beispiel wäre ein sehr gutes, sehr gute Möglichkeit. So, das heißt, wir schauen uns den ganzen Spaß an und sehen jetzt, okay, wir haben hier einen Buchwert von 2,21 zu einem Briefkurs von 5,91. Ist eine relativ teure Sache. Das heißt, wenn wir hier kaufen, geben wir ein relativ hohes Risiko ein, dass wir die auch wieder verkauft bekommen. Und am besten natürlich das Ganze noch mit Gewinn. Das heißt, die AG muss irgendeinen Grund haben, warum die den hohen Preis rechtfertigen sollte. Das bedeutet, wir schauen uns die entsprechenden Werte auf der Übersichtsseite an und sehen, okay, 800.000 Euro in Anleihen ist schon mal eine relativ sichere Sache. Und gucken uns dann das Depot an und sehen, dass es auch schön diversifiziert ist, also nicht zu viel in einer Position drin ist. Dann schauen wir uns an, wir sehen hier, die Aktivität, die wir eingestellt haben, wird erhalten oder eingehalten. Und am Anfang sind wir ja noch stolze Inhaber des Premium-Accounts, das heißt, wir können uns das Orderbuch anschauen und sehen jetzt hier, wir haben 5,91 Euro als Kurs für diese Position und der nächste liegt erst bei 7,38 Euro. Das heißt, wir haben eine relativ gute AG, die auch keinen schlechten Eindruck macht und wir haben hier eine Differenz von ca. 1,50, die wir ja theoretisch uns einsacken könnten. Das heißt, wir gucken nach, okay. Es ist keine live getradete AG. Das heißt, wir kaufen und stellen jetzt hier unten bei optionaler Einstellung ein, dass die zum nächsten Tick, also zur nächsten 5 Minuten ausgeführt wird. So, dann speichern wir das Ganze einfach mal ab und schauen nach, ob wir das dann in 5 Minuten praktisch bekommen. Gestern haben wir aber auch schon eine Position gekauft. Und zwar war das die Pirates Empire. So, die haben wir gestern, weil wir ja einfach bloß nach dem Wachstumsscore gegangen sind, für 447 Euro direkt als Briefkurs gekauft. Und sehen jetzt, okay, wir haben jetzt hier einen Verlust von 0,21%. So, dann schauen wir mal rein. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs schnell wieder steigen wird? Und da haben wir das Problem. Wir sehen es jetzt hier schon wunderschön. Eine 13.000 Stück Sell für 446 Euro, also praktisch unter unserem Kurs. Das ist jetzt natürlich für uns schlecht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, wir behalten diese Aktie einfach im Depot. Ist jetzt bei einem Volumen von 450 Euro wahrscheinlich auch die Variante, die wir einfach machen werden. Wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel 40% unseres Depots in dieser einen Aktie haben, dann müssten wir schauen, dass wir notfalls auch mit Verlust verkaufen. Hauptsache, wir kriegen das Geld wieder frei, weil nichts ist schlimmer, als unverkäufliche Aktien im Depot zu haben. Das heißt, normal, also wenn das jetzt eine größere Position wäre, sagen wir zum Beispiel 100 Stück, dann würde ich jetzt hier eine Verkaufsorder stellen für 446 Euro. In dem Fall würde ich jetzt sagen, okay, wir sitzen es einfach aus und hoffen, dass der Kurs einfach hier wieder in deutlichere Höhen steigt. Ich denke mal, wenn zum Beispiel das Bargeld hier bzw. die Anleihen halt sinnvoll gezeichnet werden, dann wird das schon relativ zeitnah wieder passieren. So, dann suchen wir mal weiter bei unserer Suche. Das heißt, wir gehen wieder auf Suchvorlage, dann wird unsere Vorlage schon entsprechend geladen und wir gucken uns die nächste AG an. So, das ist wieder ein relativ hoher Briefkurs, das bringt uns nichts, aber hier haben wir was. Ein Briefkursvolumen von 8.000 Euro. Dann schauen wir uns den ganzen Spaß an. So, dann sehen wir wieder 1 Million in Anleihen, super. Etwas Bargeld, das heißt, er muss nicht zwangsweise irgendwas unter Kurs verkaufen. 300.000 in einem schönen gefächerten Depot macht also einen sehr guten Eindruck. So, dann schauen wir uns das Orderbuch an. Ah, sehen, hier ist es nicht ganz so schön wie bei der AG gerade. Hier sind es 2 Euro, allerdings relativ teuer. 33 Euro ist der aktuelle Kurs, zu dem wir kaufen können. Und das Ganze bei einem Buchwert von 7 Euro, das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Würde ich jetzt erstmal von absehen. Das heißt, wir suchen weiter. Oh, was haben wir hier zum Beispiel noch? Ach, hier haben wir noch einen 10.000 Euro. Gucken wir uns wieder an.
Hat 550.000 in Anleihen. Wenn man sich jetzt wundert, warum hier jemand 550.000 hat, das ist das gleiche Problem, was wir auch haben. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder sogenannte Startanleihen verpasst. Das heißt, wenn wir ins Depot schauen, erkennt man die relativ gut. Das sind diese 250.000 für 10 Tage. Früher konnte man Anleihen 10 Tage lang zeichnen, da war das ein bisschen schwerer zu erkennen. Mittlerweile sind das nur noch Startanleihen, die 10 Tage im Depot sein können. Das heißt, dieser Spieler hat die Startanleihen, wie man hier unten sieht, teilweise verlängert, aber hat auch sehr viel in Aktien investiert. Das heißt, das ist eher ein relativ risikoreiche Aktie. Und vor allen Dingen sehe ich hier schon, das ist ja eine relativ kleine AG, hat aber mit Martin Knight und Wolf Group, das sind zwei relativ bekannte große AGs, und Bed Bank, also sogar die drei AGs, 75% beim FP-Wert, knapp 60% beim Buchwert und über 60% beim SW. Also ich würde davon auch erstmal Abstand nehmen, weil das Risiko, dass diese AG auf den Aktien sitzen bleibt, ist relativ hoch. Guck mal kurz. Ah, wir haben hier unsere Aktien bekommen, die wir vor uns gerade geordert haben. Wollen wir natürlich nicht behalten, sondern stellen die direkt wieder ein. Das heißt, wir gucken nach. 7,38 € ist der aktuelle Briefkurs. Wir haben zu 5,91 € gekauft. Das steht übrigens auch hier unten nochmal, wie unser Einkaufspreis war. Und dann stellen wir es einfach direkt wieder rein, und zwar auf den Briefkurs. Das heißt, wir stellen es zum gleichen Preis wieder rein und hoffen einfach, dass dann irgendjemand kommt und sagt, oh, der ist mir noch mehr wert und das Ganze gleich wegkauft. So, also 7,38 als Kurs. Alle Aktien, die wir haben, und rein damit. Jo, dann warten wir jetzt mal, dass wir das wieder verkauft bekommen. Beziehungsweise, dass wir auch ein bisschen mehr Bargeld bekommen, weil das alles noch ein bisschen knapp ist im Moment. Also ihr seht, wir haben bloß noch 34.000 Euro. Ist natürlich ein bisschen knapp. Und daher würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss. Und sobald sich irgendwas Wichtiges wieder zeigt, werde ich mich auf jeden Fall bei euch melden. Wenn ihr weitere Anregungen habt, schreibt mir entweder eine PM an die Let's Play AG, beziehungsweise an meine Haupt AG oder einfach über YouTube oder Twitch. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald.